Bist du Content Creator und bekommst für deine Arbeit, also für deine Reichweite und fürs Posten, häufiger mal Geschenke von Unternehmen, dann ist das steuerlich durchaus relevant und du musst in der Regel Steuern darauf bezahlen. Hi, mein Name ist Melcher von der Content Steuerberatung und wenn du Content Creator bist und eine Reichweite hast, zum Beispiel mit deinem Blog, auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok oder wo auch immer, dann kennst du das mit Sicherheit, dass einige Unternehmen dir Produkte oder Reisen zur Verfügung stellen und du dafür dann Werbung machst. Wichtig dabei, du musst das auch als Einnahmen versteuern. Das heißt, nur weil du kein Geld bekommst, heißt es nicht, dass das für die Steuer irrelevant ist. Das Gleiche gilt übrigens auch immer dann, wenn du Waren oder Dienstleistungen tauschst. Wenn du beispielsweise Softwareentwickler bist und für einen Dachdecker eine App programmierst und dieser Dachdecker deckt dann bei dir zu Hause das Dach, dann heißt das nicht, dass du darauf keine Steuern zahlen musst. Wie du das genau berechnest und all das, was du dazu wissen musst, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Ich habe zu dem ganzen Thema Steuern für Influencer übrigens schon mal so ein allgemeines Einführungsvideo gemacht. Das heißt, wenn du Influencer bist und als Influencer Geld verdienst und überhaupt gar keine Ahnung hast über Steuern und was du eigentlich machen musst, dann schau unbedingt hier oben rechts einmal vorbei, da verlinke ich dir das Video. Doch wie musst du eigentlich genau die Steuer berechnen? Das schauen wir uns am besten mal anhand eines Beispiels an. Gehen wir mal davon aus, dass du ein Smartphone zur Verfügung gestellt bekommen hast. Das heißt, du bekommst ein Handy und musst dafür ein YouTube-Video erstellen, musst dieses Handy in die Kamera zeigen und kriegst dafür keine Bezahlung, sondern darfst das Smartphone behalten. Und gehen wir mal davon aus, dass dieses Smartphone einen Bruttoverkaufspreis hat von 1190 Euro. Bei 1190 Euro rechnen wir die Umsatzsteuer raus. Bei einem Smartphone gelten 19% Umsatzsteuer, sind dann 190 Euro. Und diese 190 Euro musst du im Rahmen deiner Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt melden und im Rahmen deiner Umsatzsteuervorauszahlungen auch tatsächlich an das Finanzamt zahlen. Was bleibt, ist der Nettopreis, in dem Fall von 1000 Euro. Und diese 1000 Euro ist wie eine ganz normale Betriebseinnahme, was du dann versteuern musst mit deinem individuellen Steuersatz. Davon abziehen kannst du natürlich auch die Betriebsausgaben, wenn du welche haben solltest. Wichtig da, du musst das Ganze ganz genau dokumentieren. Dafür solltest du dir zum Beispiel Prospekte anschauen oder Online-Shops und Screenshots einfach machen und das dann so systematisch aufschreiben und dokumentieren, dass du es wirklich nachträglich auch noch nachvollziehen kannst. Übrigens gilt das Gleiche auch bei gebrauchten Gegenständen. Dann musst du den aktuellen Marktpreis nehmen. Wie du das jetzt dokumentieren kannst, ist schwierig, aber vielleicht hilft dir da tatsächlich auch schon der Kunde, dass der dir einen Lieferschein gibt, wo ein aktueller Preis draufsteht, zu dem dieser Gegenstand normalerweise verkauft werden würde. Und diese ganze Dokumentation solltest du einigermaßen zeitnah machen, weil zum Beispiel die technischen Geräte, die verlieren ja relativ schnell an Wert. Auch andere Dinge oder Reisen, die variieren immer sehr, sehr stark im Preis. Diese Dokumentation ist für dich wichtig, weil du musst dem Finanzamt noch Jahre später glaubhaft nachweisen können, warum du einen bestimmten Wert angesetzt hast und keinen anderen. Das mit der Steuer ist zugegebenermaßen ziemlich ätzend und im Alltag auch nicht besonders praktikabel. Deswegen an dieser Stelle die Frage, muss das sein? Gibt es davon nicht irgendwie Ausnahmen? Und die gute Nachricht, es gibt Ausnahmen. Und zwar drei, die relativ häufig auftreten. Wenn du beispielsweise dein Handy bekommst, du kriegst es zugeschickt, du machst damit ein Video, du stellst es einmal vor, schickst es anschließend wieder zurück, dann ist vollkommen fein. Dann hast du ja quasi nur das Equipment fürs Video bekommen, um deine Leistung zu erbringen und dann musst du darauf auch keine Steuern zahlen. Die zweite Ausnahme sind Werbegeschenke bis 10 Euro. Streuartikel, Werbeartikel, Kugelschreiber, Notizblöcke und so weiter. Die sind steuerlich auch vollkommen irrelevant. Dann gibt es zwischen 10 Euro und 10.000 Euro pro Jahr von Geschäftspartner die Möglichkeit, dass das Unternehmen, das dir diese Dinge zur Verfügung stellt, die Steuer pauschal für dich abführen. Wichtig da ist aber, du brauchst einen schriftlichen Nachweis, dass wenn das Finanzamt dich irgendwann mal fragt, was mit der Versteuerung ist, dass du nachweisen kannst, dass das dein Auftraggeber für dich übernommen hat. Wenn du das nämlich nicht nachweisen kannst, dann wird das Finanzamt die Steuer schätzen. Und wenn das Finanzamt anfängt, die Steuer zu schätzen, dann wird es meistens richtig teuer für dich. Eine weitere Frage, die du jetzt vielleicht hast. Was ist denn, wenn ich den Gegenstand, den ich bekommen habe, also meine Sacheinnahme, anschließend auch betrieblich nutze? Kann ich denn den Wertverlust dann auch betrieblich geltend machen? Wenn die Einnahme versteuert werden muss, dann muss doch der Verbrauch auch irgendwie steuerlich relevant sein, oder? Stimmt. Und zwar, wenn ich beispielsweise dieses Smartphone jetzt bekommen habe und jetzt nutze ich dieses Smartphone für meine Selbstständigkeit. Kennt ihr übrigens unseren TikTok-Kanal? Ich verlinke ihn dir gerne oben rechts einmal. Schau da also auch unbedingt vorbei. Das heißt, wenn ich dieses Smartphone jetzt nutze, um TikTok-Videos zu drehen, dann kann ich natürlich auch den Wertverlust steuerlich geltend machen. Und das ist bei Anlagegegenständen über 800 Euro wert, immer über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Bei Smartphones sind es in der Regel 5 Jahre. Das bedeutet, dass ich nicht die 1000 Euro sofort steuerlich auch geltend machen kann als Ausgabe, sondern halt durch 5, das heißt 200 Euro pro Jahr. Wenn das ganze Thema Investitionsgüter, Anlagevermögen und Abschreibung neu für dich ist,
dann schau dir auch unbedingt das Video an, was ich dir jetzt oben rechts einmal verlinke. Da bin ich ausführlicher auf dieses Thema eingegangen. Ich hoffe, dieses Video hat dir etwas Klarheit gebracht bei dem ganzen Thema Sacheinnahmen. Wenn du dazu noch Fragen hast, ich weiß, im Alltag ist das häufig auch Mischmodelle und so weiter, dann schreib uns doch einfach mal einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir da weiterzuhelfen. Wenn du dir jetzt sagst, Steuern, Buchhaltung, alles schön und gut und auch die ganze Dokumentation, ich hätte gern einen Steuerberater, der da immer noch ein Auge drauf hat und meine Buchhaltung und Steuererklärung für mich übernimmt, dann solltest du dir unbedingt mal anschauen, wie wir dir weiterhelfen können. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Du kannst aber auch gerne all deine Steuerfragen in unserer Online-Community stellen. Da bekommst du auch auf jeden Fall eine Antwort. Wie du dich anmelden kannst, erkläre ich dir einmal in diesem Video. Oder schau dir unser Video an, speziell für Steuern und Influencer. Das verlinke ich dir einmal hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nochmal. Ja.